Da sind wir wieder bei einer Runde FIFA 17 am FIFA Friday. Heute spielen wir mit dem FC Basel. Hat sich auch der Fairtest gewünscht. Und zwar schon im letzten Part. Im zweiten. War das, glaube ich, ne? Hat er sich Basel gewünscht. Und deswegen nehmen wir die einfach mal. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sich die so spielen lassen. Ich habe wieder auf 4-3-3 gestellt. Damit komme ich am besten klar. Schön offensiv. Oh, wir spielen gegen West Ham United. Steigen gleich mal auf Offensivstellen hier. So, Anstoß haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Wackelig. Sochi. Ja, wieder komische Namen haben die alle. Kann kein Mensch aussprechen. Das kann doch kein Mensch aussprechen. Oh, oh, jetzt West Ham nach vorne. Sehr schön, Traoré. Ja, sieht gut aus. Über die Seite. Zuffi, scheiße. Aber der kriegt eine gelbe Karte zurecht, finde ich, ne? Das war ja auch ein hartes Einsteigen. Jetzt warte ich mal hier kurz. Tschüss, lass ihn aussteigen und auf Wiedersehen. Bam. Ah, gibt Einwurf für mich, ne? Was? So, Zuffi. Aus Zuffenhausen. Ah, wollte ich nochmal reinpassen irgendwie in die Mitte. Hätte ich vielleicht abschließen können. Ja, dräng weg und tschüss. Ja, sehr schön. Und vor. Sieht gut aus, sieht gut aus. Aber der Gegner macht natürlich auch noch, der wird auch noch gefährlich, denke ich mir immer. Aber wenn wir 1-0 in Führung gehen, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Man ging mit Leverkusen letzten Part, war es ja jetzt nicht so ein tolles Spiel, ne? Uah! So, wen haben wir denn da? Janko. Sehr schön zu Traoré. Ich will jetzt nicht sagen, welcher Traoré das ist, weil es gibt ja viele. Delgado. Steffen, komm. Nein, da wollte ich in die Mitte passen. Naja. Wäre vielleicht gefährlich geworden, ne? Das weiß man jetzt eben noch nicht. Das weiß ich nicht. Das kommt von alleine. Komm her, komm her. Nicht faulen. Oh, Eckball für West Ham. Nein! Scheiße. Der wäre fast rein, der. Die Kugel. Ja, ja. Das geht schon los hier. Naja, au, oh, Zweikämpfe. Kommt jetzt nicht so viel, ne? Naja, jetzt immerhin mal ein. Abseits, ja. Lassen laufen, den Ball. Der Start des Spiels passt ja jetzt auch zu Mario und Sonic, weil da ist 2012. Weil das ist ja das Olympiastadion hier. Ne, das haben die ja umgebaut und West Ham spielt jetzt hier. Das alte Stadion, das haben sie ja nicht mehr. Creaswell. Come on. Du kannst gar nichts. Ja, sehr schön. Passen müssen wir uns auf jeden Fall steigern in den nächsten Parts. Das wird sehr, sehr wichtig. Aber dadurch, dass ich nur ein Match pro Woche mache,
bin ich natürlich auch nicht so trainiert. Weil sonst spiele ich eigentlich nichts auf der Xbox, ne? Muss ich ganz klar sagen. Oh, jetzt. Das wird gefährlich. Aber wir haben einen guten Keeper hinten drin. Der wackelig. Der wackelt auf den Beinen. Zuffi. Sehr schön. Steffen. Aber wir können, denke ich mal, trotzdem schon ein bisschen mithalten. Aber der spielt gefährlicher nach vorne. Wir haben halt noch keinen Abschluss gehabt. Das muss ich verändern. Nee. Payet. Es geht. Wir sind jetzt nicht so schlecht. Aber die Verteidigung, die macht bei mir ein bisschen einen guten Job. Sonst wäre schon längst ein Ball drinnen, ne? Aber ich verliere viel zu früh die Bälle. Muss ich ganz klar sagen. Glück gehabt hier. Oh, Fehler. Fehler von mir. Komm. Sehr schön. Nach vorne. Vielleicht wird es ja in der zweiten Halbzeit besser, weil die erste ist gleich vorbei. Da gehen wir, denke ich mal, 0-0 rein. Wow! Elfmeter. Scheiße. Dafür kann ich jetzt aber nichts. Okay. Links oder rechts? Hauptsache Vollgas, ne? Ah, rechts. 1-0 für West Ham. Scheiße. Vielleicht kommen wir ja nochmal. Das war ja gegen Hertha BSC mit Leverkusen ungefähr genauso. Nur halt nicht mit dem Elfmeter. Aber der Gegner, der ist schon besser als der vom letzten Part. Ihr denkt jetzt bestimmt, ach, der ist doch total noobig. Ich schlag den locker. Aber ich muss ja noch nebenbei kommentieren. Das muss man ja auch noch bedenken. Suchi? Halbzeit. Wir haben auf jeden Fall wieder schlechte Zweikampfquote. Das kennen wir aus dem Let's Play bis jetzt noch nicht. Das war in den letzten drei Parts nicht so. Schüsse aufs Tor. Ja, wir sind viel zu harmlos. Das muss ich verbessern jetzt in der zweiten Halbzeit. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch was hin. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Tore rein. Nordfight kommt rein. Ah, der spielt schon nicht schlecht. Hat er mich wieder gelassen? Nein! 2-0! Scheiße! Ja, das wird die erste Niederlage, ne? Wenn wir uns jetzt nicht hier verbessern. Ich muss mal 1-0 in Führung gehen, dann spielt sich das auch viel leichter. Ja, jetzt spielt er aber auf jeden Fall eine andere Hausnummer in der zweiten Halbzeit. Ein Sieg in 4 Parts, das ist ein bisschen schwach, ne? Dumia, komm! Wollte ich außen passen. Sehr schön.
Sieht gut aus, sieht gut aus. Da, Delgado. Ja, Mann. Ja, Mann. El Yunusi. Da war gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Betrug. Zufi? Komm, bisschen nach vorne jetzt. Nein, nicht so. Nein. Ja, Mann. Nein. Doch. Mach mal rein. Nein. Erster Torschuss, ne? Scheiße. Einwurf für Basel. Für die Schweizer. Schweizer Kräuterzucker. Nein, was machst du denn? Ja, Zweikämpfe kriegen wir zwar hin, ne? Aber das Problem, der Gegner auch, ne? Ja, Yango, Yango. Nein. Kujat. Noble. Noble. Nein, nicht so. Das wird nichts hier für heute. Solange es kein Debakel wird. 2-0 kann ich immer noch mitleben. Da habe ich schon andere Matches erlebt. Und es gibt einen Freistoß. Ich versuche jetzt mal was, ob das funktioniert. Und zwar ändere ich mal die Kamera auf diese Perspektive. Und ich versuche den jetzt zu... den zu passen. Das hat funktioniert. Zum Traoré und noch ein Foul. Aber ein faires Foul. Ja genau, mach mal Pause, ne? Ja, ich wechsle nicht. Ich kenne mich da echt nicht aus in der Schweiz. In der Schweiz? Es gibt nur sehr viele Seen in der Schweiz. Ich war noch nie in der Schweiz, aber ich denke mal, da gibt es viele Seen und Berge. Berge. Ja, Mann, oh. Wenn wir jetzt ein 3-0 reinkriegen, dann raste ich aber hier gar nicht mal so sehr aus. Yango, komm! Vielleicht noch ein Tor reinkriegen, irgendwie! Zufi! Nein, Zufi! Oh oh. Nein! Scheiße. Jetzt brauche ich mal einen Schluck aus meiner Bullewasse. So eine Scheiße. Eigentor auch noch, ne? Yango, Yango, Yango! Also fährt er jetzt, such mir mal andere Mannschaften draus. Mit deinen verliere ich als nur. Ach du Scheiße. Traoré, komm vorne. Nach vorne müssen wir jetzt die peitschen, die Spieler. Nein, nein, nein. Oh oh, jetzt sind die wieder nach vorne, ne? Gib mir doch mal ein Weihnachtsgeschenk jetzt. Ein Tor. Nein.
Ja, genau, ne? Aber mein Wackelig, der ist da. Dumbia, komm! Und gar nichts gesehen von denen! ...88. Minute. Oh, oh, jetzt Friguli. Ich gewinne hier gar nichts, du. Ach, Glück gehabt. War abseits. Okay, mach vor, mach vor. Nicht zurück, geh vor. Ach, du bist doch eine Blöde. Ja, Zuffi. Ah. Ja, im Aus. Der Ball ist im Aus. Und es war's. 3:0 verlieren wir gegen West Ham United. Und ich muss sagen, es war kein gutes Spiel. Sieht man jetzt auch komplett hier an der Spielinfo. Ich habe 8 Zweikämpfe gemacht, dagegen 21. Das darf nicht sein. Passgenauigkeit hat sich zwar ein bisschen verbessert, aber es war keine gute Vorstellung, ne? Muss ich ganz klar zugeben. Denn was soll ich machen? Der Gegner war besser als ich. Und deswegen hat er auch verdient gewonnen, muss ich sagen. Und auch 3:0 geht in der Höhe voll in Ordnung. Ich habe 0 Schüsse aufs Tor hingekriegt, ne? Aber vielleicht bessert sich's ja im nächsten Part. Nächster Part aber nach Weihnachten. Denn ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und fröhliche Weihnachten, ne? Weil der nächste FIFA-Part kommt ja erst nächsten Freitag und da ist Weihnachten schon längst wieder vorbei. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüssi!